Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Mediabook-Unboxing und zwar geht es um den Film Train to Busan. Habe ich ja schon mal vorgestellt, habe auch schon mal ein Review dazu gemacht. Review verlinke ich euch hier unten. Und von Splendid gab es da auch schon mal ein Mediabook. Vergleichen wir nachher mal ein bisschen miteinander. Ja, wie gesagt, das gab es ja auch schon mal. Und jetzt, wie gesagt, ist das Ganze ja nochmal bei Mediabook.shop rausgekommen. Wo ihr das kaufen könnt, findet ihr unten einen Link. Wenn ihr über den kauft, kriege ich eine kleine Provision. Für euch wird es aber nicht teurer, aber ihr unterstützt mich ein bisschen. Bloß das mal dazu. Ja, wird durch ihre Alpha Films Asia Line veröffentlicht. Ist hier die Nummer 3. Ja, es gibt 4 Cover-Varianten davon. Das ist hier die Cover-Variante A. Ja, kosten 29,90 Euro. Ihr habt aber nicht nur den Film Train to Busan hierbei, sondern auch den Vorgänger oder die Vorgeschichte Soul Station, den Animationsfilm. Ja, wie gesagt, Film ist ja aus dem Jahre 2016, wie genau auch Soul Station. Ja, bei uns in Deutschland, glaube ich, auf Disc ist er im Jahr 2017 erschienen. Es gibt ja auch noch einen Nachfolger, Peninsula. Ja, der wird auch noch hier bei Mediabookshop erscheinen in dem Mediabook. Da könnt ihr nämlich jetzt auch abstimmen, was für eine Cover-Variante ihr gerne haben wollt. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, bevor wir uns das anschauen jetzt hier, das Ding ist nochmal limitiert auf 250 Exemplare pro Cover. So, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Mediabook genauer an. So, da haben wir das gute Stück noch in Folie. Wie gesagt, zum Film, ich finde den wirklich astrein. Wie gesagt, schaut euch meine Review an. Peninsula, der Nachfolger, bin ich kein Freund mehr von. Wie gesagt, ich verlinke euch auch da mal das Review. Ich hatte, glaube ich, eins gemacht zu. So, machen wir mal die Folie ab. Ja, da haben wir hier das Frontmotiv, finde ich eigentlich sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier mit diesen Händen in diesen Spotlack veredelt. Vom Druck her, wie gesagt, das habe ich ja auch schon bei Bescheid, was ich euch vorgestellt habe, oder Vivitch. Von der Qualität, vom Druck hier, sind die Mediabooks ziemlich geil. Ja, schauen wir uns mal hier an. Das sieht sehr, sehr gut aus. Habe jetzt auch mal wieder richtig Lust, den Film zu schauen. Habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also sehr cooles Frontmotiv, haben sogar auch Titel drauf, was ja auch nicht mehr so oft ist. Ja, zwar nur sehr dezent, aber er ist wenigstens drauf und finde ich so auch vollkommen okay. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Das sieht aus wie gesagt, ein durchgehendes Motiv wieder hier. Hier unten würde bei euch jetzt hier noch die Nummer stehen sozusagen, ist nummeriert sozusagen, 250 Stück. Ja, und hier wird jetzt, wie gesagt, ist jetzt hier ein Rezensionsexemplar, darum fehlt jetzt, das wäre natürlich bei euch noch dabei. So, dann haben wir hier Titel hier, Train to Busan, Asia Line 03, Cover 1 von 4. Ja, haben wir hier drauf und natürlich den Titel. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Und dann haben wir hier so, ja, schön, cool gemacht auf jeden Fall. Ich finde es wirklich vom Motiv her ein schönes Motiv hier in dem Zug. Sehr geil gemacht. Gefällt mir. So, dann schauen wir mal hier rein. Hier vorne haben wir den Train to Busan, den Film. Ja, wie ihr sehen könnt hier, die Disc passt sich dem Hintergrund an. Von den Farbgestaltungen her, geil. Kräftige Farben, sieht wirklich sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, dann haben wir hier halt noch das Booklet. Ja, sind glaube ich 44 Seiten hier. Ja, sehr viel Text, also sehr viel Hintergrundinformation hier. Ja, dann hier noch mit einem Comic enthalten, 20 Seiten. Also, wie gesagt, von den 44 Seiten, 20 Seiten Comic. Ohne Text jetzt hier. Aber, ja. Ja, dann hier nochmal die Informationen, wie gesagt. Soul Station Train to Busan, das ist sozusagen hier die J-Card. So, dann haben wir hier, wie gesagt, Soul Station, den Film. Auch hier sehr schönes Motiv hier, dem Zombie. Ah, oh Gott, muss ich mal gucken. Hier geht sehr schwer raus, sehr fest drin. Ja, auch, ach, von der, guckt euch doch mal diese Farbgebung an. Sieht doch wohl sehr, sehr gut aus. Vom Druck her, auch von der Disc hier. Ja, also das ist ja wohl
Sehr, sehr schön, muss ich sagen. So, kurz nochmal zu dem Film. Ihr könnt den, ohne die anderen geschaut zu haben, einzeln schauen. Also wie gesagt, den Nachfolger Peninsula, der spielt ja ein paar Jahre später in dieser Zombie-Apokalypse. Also es ist eigentlich nur in dieser Zombie-Apokalypse, hat das immer was zu tun. Okay, Soul Station ist so ein bisschen der Ausbruch. Und der ist halt ein Abenteuer, oder ein Abenteuer würde ich jetzt nicht sagen, ein Überlebenskampf in einem Zug. Ja, Train to Busan. Ja, darum, man kann die auch einzeln betrachtet schauen. Und ich würde sagen, der Film steht wirklich für sich einzeln gut da und ist wirklich ein super Film, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, dann habe ich hier nochmal das von Splendid. Wollte ich ja nochmal kurz zeigen. Das hat auch so eine Spot-Lackierung. Ja, von der Größe sind sie fast identisch. Ja, Rückseite hatten wir das so. Wie gesagt, haben wir hier mit dieser Waffe und das waren ja hier auf 2000 Stück limitiert von Splendid. Und das war ja auch mit Soul Station und ja. Hier haben wir übrigens mal das Motiv in echt. Sehe ich gerade. Bisschen spiegelverkehrt. Also, wenn man das mal so gleich hier ist es auf jeden Fall dieses Bild, was man jetzt für das Mediabook genommen hat. Ich finde beide sehr schön. Auch das von Splendid hier hatte eine schöne Front, auch Spotlack-Lackierung, auch ja, wirklich sehr gut gestaltet gewesen. Wenn man sich die beiden so vergleicht, die Mediabooks, muss ich sagen, ist das von, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut einfangen kann. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Von der Dicke der Pappe ist das von Mediabook Shop hier, das Mediabook, also von Alpha Films, etwas dicker sogar, was die Pappe angeht, als das von Splendid. Ja, sonst sind die halt ähnlich gestaltet. Hier Hochglanz in Booklet. Ja, also wie gesagt, eine schöne, also wer das nicht hat, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, der kann da jetzt gerne zugreifen, wer den Film in einer schönen Edition haben will. Wie gesagt, ich mag den Film, kann ihn wirklich euch nur empfehlen. Wie gesagt, ob es jetzt wirklich ein Mediabook sein muss, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber ich finde den Film cool, finde auch das Mediabook sehr schön gestaltet. Ja, in diesem Sinne könnt ihr mir gerne unten in den Kommentar schreiben, was ihr von dem Film haltet. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten hier nochmal das Review dazu. Ich zeige euch auch nochmal das Unboxing von dem Mediabook. Ich hatte auch mal von Peninsula, als der damals rauskam, gab es ja mal von Splend so eine große Box, so eine Edition, wo nochmal alle drei Filme drin waren. Verlinke ich euch auch nochmal hier unten. Wie gesagt, die hatte ich auch mal gehabt. Aber ja, die fand ich nicht so schön, aber das könnt ihr euch ja in dem Video anschauen. Ja, ansonsten soll es auch an dieser Stelle wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.